So, und willkommen zurück. Das interessiert mich nämlich jetzt hier ebenfalls. Also nicht bei, das interessiert mich jetzt ebenfalls, sondern bei Anno. Aber das interessiert mich schon ebenfalls. Also nicht Anno, doch schon Anno, aber das Akademie, die Akademie. So, jetzt sind alle verwirrt und das ist ganz gut so. So, Unterhaltskosten, das da, interessant. Die Intervention des Weltratspräsidenten ist abgelaufen. Ah, das ist mir eigentlich auch egal. Okay. Ressourcen. Was bringt das da? Verbessere Kupfermengen in diesem Sektor. Ökobilanz minus 100%. Ressourcenverbrauch minus 30%. Und das kann man halt... ich glaube, das ist... Ökobilanz. Der einzelnen Werte fallen. Insel. Ja, ja. Voll uninteressant gerade. Wir sind hier ja gerade bei was ganz Wichtigem. So... sehr schön. Ja, man sieht hier unten halt, ich kann da jetzt schlecht hin. Ich versuche es trotz alledem, egal. 750 Forscher, aktuell haben wir halt 59. Ja. So, Energieerzeugung, das hydroponische Kraftwerk, genau, so. Es ist freigeschalten, das bedeutet natürlich, ich brauche hier die Forschung nicht machen. Irgendwie ist das ein bisschen blöde. So, man sieht hier die Zeit, wo es zum Entwickeln braucht. Wir können es nicht machen, weil wir einfach immer noch zu wenig Forscher haben. Und wir sehen, was wir dazu alles benötigen. 50 Carbon, 75 Mikrochips. Neuartiger Molekularfilter, den können wir entweder A kaufen. Ich glaube, den haben wir hier unten sogar gesehen. Nein. Das sieht irgendwie lustig aus. Nein. Und nochmals nein. Okay. Aber irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen. Ich kenne dich doch. Echt? Ich kenne dich nämlich nicht. Ja, also das sind halt hier solche Sachen hier. Da. Also es war mal dabei. Das habe ich gesehen. Definitiv. So, was mich aber jetzt... Registriere neues Fahrzeug. Wow, boah, das sehe ich viele Hovercrafts. Ökobilanz. Werte steigen. Aber das da hier ist jetzt das, was mich am allermeisten interessiert. So, aber ich will hier natürlich nicht die Credits dafür sparen. Man hätte hier so einen Zurück-Button noch mit... Aua. Aua, das tut weh. Ich hätte mir da noch einen Zurück-Button gewünscht. Haha, da war einer. Aber ich habe ihn selber noch entdeckt, also von daher. Aber auf Schulterklopfen hier. Oh, gut gemacht, Kabu. Ja. Es macht aber die Situation nicht wirklich viel besser, finde ich. Okay, dann brauchen wir ein Steuermodul. Steuermodul können wir hier fertig bauen. Da. Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. Pass auf, jetzt hast du so viel Glück und es ist da gar nicht drin. Ja, so. Das sind natürlich jede Menge. Also, das haben sie ein bisschen umgeändert, wie ich sehe. Aber Kohlekraftwerk. Ja, aber das ist alles noch vom allerersten Mal Let's Play von Anno mit dabei. Das ist ein bisschen blöde auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Okay, was soll's. Einheiten, um Gottes Willen. Also ihr seht, da geht doch was. Scroll runter. Die Atlas, die, den, jene Atlas. Ach, den haben dann alle Seiten. Okay, ich habe schon gedacht. Apropos den Atlas. Carbon. Okay, das bedeutet, du darfst nochmal... Jetzt fährst du erstmal dahin und lädst deine Fracht aus, während ich hier noch weiter durch die Gegend gucke. Dann brauchen wir aber Genesis, Leute. Den haben wir aber hier nicht gebraucht. Naja, ansonsten wäre er grau oder rot, was da gewesen. Das hätte ich natürlich gesehen. Was ist das da? Oh, Seemine, so nah. Schleichfahrt, okay. Auf Schleichfahrt. Ah, toll, also ich kann mir hier dieses Ding kaufen, kann mich aber damit wieder aufdecken. Ja, super. Also gegen menschliche Spieler stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ja, so, Grundlagenforschung ist ja wie gesagt alles abgeschlossen.
Beziehungsweise ist eigentlich nicht alles abgeschlossen, ich fisch. Also, um das mal zu erklären, wie das jetzt funktioniert, ne? Weil es kennt ja nicht jeder Anno. Machen wir erstmal alles zu. Also für normal, sag ich hier von der Grundlagenforschung her, fange ich an und sag dann, ich möchte in der Produktion einfach einen Fortschritt haben. Oder eben in der Energieerzeugung. Und dann bekomme ich halt eben... So, zurück. Je nachdem, entweder A hier von der... ja, was heißt je nachdem? Bekomme ich halt irgendwas aus der Energieerzeugung freigeschalten. Ne? Da muss man halt echt Ewigkeiten lang warten, bis man hier zum Beispiel das... Wasserkraftwerk bekommt, Windkraftwerk, etc., etc. Ne? Das ist random, was ich dann da halt eben bekomme. Das ist, das kann ich nicht beeinflussen. Nur eben, okay, ich krieg's halt in der Energieerzeugung. Oder ich sag dann halt, ich mache hier, ja, von der Produktion, ist ja schön aufgeteilt, ne? Infrastruktur oder die Einheiten. Je nachdem. Bei der Einheit habe ich halt nur eine Sache zum Auswahl. Hier sind es natürlich logischerweise die drei Sachen für die Produktion, Ökobilanz und Energieerzeugung, wie es hier oben eigentlich auch von den Symbolen her ist. Hier ist es dann für die Gemeinschaftsbedürfnisse, müsste es eigentlich sein, genau, also Spezialgebäude, respektive für die öffentlichen Gebäude. Damit man das da sieht, die Spezialgebäude. Kontor, Flugabwehr und so weiter und so fort. Diese Gebäude und hier die öffentlichen, die drei, wo es halt gibt. Aktivität, Information und Forschungslabore. Na gut, okay. Machen wir auch immerhin Forschungslabore, Information. Ach so, erhöhte Sendeleistung, Energieverbrauch. Ja gut, das sind meistens dann nur diese zwei Punkte. Größerer Einflussbereich und weniger Energieverbrauch. So, warum habe ich jetzt Carbon kaufen wollen? Wegen dem großen U-Boot. Dazu habe ich mein Schiff dort runtergeschickt. Ich musste selber gerade mal überlegen. Dass wir hier unten... Ja, gut, komm. Akt drauf. Wir fahren jetzt die einzelnen Leute mal ab. Und kaufen uns hier das Carbon ein. Ach, das wird noch ein Act werden hier unten. Das kann ich euch versprechen. Es langt wegen Kacking Holz nicht. Warum brauche ich für einen Schildgenerator Holz? Holz vor der Hütte. Oder was? Mann, 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 Mann. Das kann es ja nicht wahr sein. Egal, dann kümmern wir uns mal. Unter Wasser brauche ich Carbon, brauche ich auch Carbon. Das hätte ich mir eigentlich fast selber denken können. Produziert Korallen. Jetzt ist natürlich die Frage... Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage... Schwammkulturen... Platineisen... Ja, ja. Da kommt ja wirklich noch viel auf uns zu. Aber Korallen war jetzt nicht irgendwo speziell mit dabei, oder? Schwammkulturen. Nein, 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 nein. Ach so, ja, stimmt. Die Insel habe ich ja gesagt. Wollte ich nicht, weil es mir einfach ein bisschen zu klein ist. Algen. Nicht, dass ich da. Das ist doch auch noch eine Unterwasserinsel. Na, ach so. Speichern. Deren sein schon speichert. Spiel gespeichert. Ein bisschen weiter rausgollen hier. Da lässt sich auch was Nettes drauf bauen, eigentlich. So. Das gefällt mir schon mal rein gar nicht, aber okay. Das kann natürlich jetzt dann sein, weil die Akademie frisst natürlich auch Unmengen an Geld. Aber hier sehe ich schon, wir haben ein Problem. So viel zu dem Thema von vorhin, von Fischen will ich nicht. Mobile Hafenverteidigung bekämpft Feinde über weite Strecken, greift Schiffe und Flugzeuge an. Oh, läscher, 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 läscher. So, dalle. Das bedeutet einmal zurück, einmal hierhin, einmal dorthin und dort habe ich jetzt... Registriere neues Fahrzeug. Sehr schön. Ich sollte mal die... Ökobilanz. Werte steigen. Ich
ich sollte die Hovercrafts-Produktion definitiv mal übrigens ab... Na gut, so viele sind es jetzt auch nicht. Da habe ich mir noch ein bisschen mehr von erwartet. Und das Schiff sollte man ein bisschen näher ranfahren zum Reparieren. Ach, guck mal an, da gab es wohl wieder Ärger, hä? Liebe Tori. Oh, das ist aber ein Schiff von Trust. In meinem Kopf. Alles andere können sie kaufen. Das ist okay. Ja. Diese Dinge können einem das Leben schon erleichtern. Mhm. Ja, ja. Energieverbrauch. Uninteressant. Ich will ja eher die Waren haben. So. Ja, Sie machen das doch nur, um mich zu provozieren. Ja, ja, definitiv. Wir sind uns einig. Wow. Ich hoffe, sie werden bei uns fündig. Ja, ja, werde ich schon. Um Carbon natürlich selber herzustellen, brauchen wir erstmal Erdöl. Und das ist natürlich wiederum das große... Ich bin einverstanden. Das ist natürlich erstmal das große Problem, dass wir Probleme mit Sokov Industries bekommen. Diese Dinge können einem das Leben schon erinnern. Achso, halt, ja doch. Was wertvolle ist in meinem Kopf. Alles andere. Dann bis zum nächsten Mal. Dann kaufe ich deinen Körper und dann habe ich deinen Kopf auch. So. Einfach ist es. Dahin. Dort geben wir ab so viel, dass wir uns dieses Schiff kaufen können. 25 Tonnen. Ja, super. Das lohnt sich ja richtig gegen, was ich dann davor habe. Mann, 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 Mann. Sehr schön. Dann müssen wir natürlich schauen, dass das Schiff hier auch irgendwo dann da unten gerade mal ist. Und ich denke, in der nächsten Aufnahmesession werde ich dann erstmal die ganzen Handelsrouten optimieren. Und wir bereiten uns einfach schon mal so ein bisschen auf vielleicht sowas vor wie Krieg. Aber nur ein bisschen. Also wollen Sie nicht übertreiben. So, perfekt. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, das Problem, so kriege ich auch noch in den Griff. Glaub mir, das kriege ich auch noch in den Griff. Dass du das nicht mehr dauernd sagst. Aber dann habe ich endlich meinen Frachter wieder frei, wollte ich gerade sagen. Den habe ich so oder so nicht frei, weil ich zwei habe. Okay, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Tee, ja, das gefällt mir. Ja, gut, okay. Okay. Solange wir hier nicht irgendwie in den Miesen sind. So, Fisch, ja, man sieht's halt, ist gerade echt mau. Das müssen wir auf alle Fälle wieder hochbekommen. So, weil ich ja jetzt kein Schiff da habe, nämlich das da. Das geht ja auch. So, handel mal. Ja, da passt auch voll viel drauf. Und jetzt muss man mal aufpassen. Also es ist für normal die schnellste Einheit im Spiel. Und wenn er voll ist, fährt er natürlich nur halb so schnell. So. Einigermaßen hat man das ja auch sehen können. So. Aber nur einigermaßen. Hab ich hier nicht... Doch, hab ich drinnen. Ja, mal genau, nochmal ein bisschen so über die Inseln drüber schauen. Wie sieht's eigentlich aus? Einigermaßen. Hier kriegen wir 88 plus. Ja, super. Anteilsankauf festgestellt. Aktionär. Von ihrer eigenen Insel. Ja, super. Das wollte ich gar nicht. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Wie lange hält er wieder an? 2 Tage? Maximal? Komm. Fahrzeug fertiggestellt. Sehr schön. So, wir brauchen Fisch. Frischen Fisch. Fisch, frischer Fisch. Ja, auch wenn ich mir da hinten den Hafen gerade so ein bisschen zubaue, aber der ist ja eh irrelevant. Ich will es nicht übertreiben. Lieber nach und nach nochmal aufbauen. Das ist wesentlich schlauer. So, jetzt schauen wir uns mal dieses nette U-Boot an.
Na. Sieht doch okay aus. Ja, sehr schön. Scheinwerfer hier, zwei vorne. Okay. Den schicken wir jetzt nach dort oben. Der darf seine goldene Fracht abliefern, darf dann schon mal hier runterfahren. Das U-Boot nehmen wir dann raus aus der Line. SAAT. So. Das da will ich doch, oder? Nein. Muss ja eins sein, was nach oben fährt. Es wird hundertprozentig das da hier sein. Ach, der macht hier, die Goliath macht hier diesen netten Umweg. Genau. Und den schmeißen wir raus. Jetzt muss ich den Trimaran nur noch finden. Ich hoffe, der macht das auch so eigentlich. Das ist mir nämlich jetzt gar nicht aufgefallen. Beziehungsweise darauf habe ich natürlich gar nicht geachtet. Ja, ich glaube, ich könnte ein Problem haben, das Schiff wieder zu finden. Am Hafen ist es nicht, ne? Der logische Weg wäre, vorauf zu spielen. Warnung. Produktion gestoppt. Es war leicht blöde, aber es kann natürlich auch hier am Hafen liegen, ne? Ich muss jetzt aber nicht meinen Trimaran wirklich ganz suchen, oder? Da war's. Wo war das? Da. So. Genau, da wollte er Kaffee mitnehmen. Ich war doch richtig mit der Insel zumindest. Was mir aber nicht gefallen hat, dass das Schiff über Wasser war. Das hat mir natürlich rein gar nicht gefallen. Eigentlich hätte er unter Wasser sein sollen. Nicht sehr nett. So. Alles abliefern. Kaffee geht hier auch nicht mehr. Sehr schön. Dann verkaufen wir das an den dann hier noch. Das bringt ja immer gut Kohle. Brauchen wir ja aktuell. Haben ja gerade voll viel ausgegeben. Die Bilanz sinkt wieder. Ja, ja, steigt natürlich wieder. Das ist sehr gut. Tag auch. Tag. So. Unterstützung. Aber ohne Garantie. Ja, natürlich. Hast du gerade ins eigene Bein geschossen, aber was soll's. Sachen ohne Garantie zu verkaufen hier. Da bin ich natürlich ein Meister von. So, was brauchen wir denn eigentlich dann an Flottenpunkte für diese netten Schiffe? 4 und dafür waren es 3. Das geht sich eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Ja, ich zähle das da nochmal so ab. Irgendwie. Vielleicht mache ich das auch. Na, offscreen ist halt bei Animus sehr schwer. Das läuft ja immer. Mal schauen, wie ich es mache. Ziel ist es auf alle Fälle, diese Insel hier noch mit Schutzschirmen abzusichern. Das Over haben wir. Hier unten die Produktionsstätten definitiv noch. Na gut, mein, wenn die Feuerwehr brennt, kann sie sich ja selber löschen. Ne? Wir sind randvoll wieder mal mit Akkus. Das bedeutet, wir könnten hier den Handel eigentlich dann auch wieder mit den Akkus starten. Gar kein Problem. Können wir alles bedenkenlos verkaufen. Okay, dann beende ich die Aufnahmesession an dieser Stelle. Bedanke mich wieder mal fürs fleißige Zuschauen, fürs Kommentieren und alles, was dazugehört. Und sag bis zum nächsten Mal. Baba.